Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer sind gleichmäßig verärgert. An der Talsperre Malter fehlt seit vielen Jahren ein Radweg. Die Straße zwischen Dippoldeswalde und Pausdorf ist eng und durch viele Kurven recht unübersichtlich. Gerade für den Tourismus wäre ein gut ausgebautes Radwegnetz von enormem Vorteil. Der Landkreis hat im Jahr 2012 eine Vorplanung für die Anlage eines straßenbegleitenden Radweges zwischen Dippoldeswalde und Pausdorf in Auftrag gegeben. Die Vorplanungsunterlagen liegen seit Februar 2013 vor. Doch seitdem hörte man nicht viel vom Radweg. Der Dippoldeswalder Kreisrat Marco Mötze fragte deshalb beim Landratsamt nach. Also es gibt Bestrebungen der Ortschaftsräte von Dippoldeswalde, Pausdorf und Malter, Seifersdorf, dieses Vorhaben zu beschleunigen und dass endlich mal was vorwärts geht. Und um den aktuellen Stand zu erfragen, habe ich gesagt als Kreisrat, ich frage mal beim Landratsamt nach, wie jetzt der aktuelle Stand ist und wie es perspektivisch weitergehen soll. Und da wurde jetzt geantwortet, dass der Landkreis diesen Radwegbau mittelfristig in der Finanzplanung 2018 drin hat, was erstmal eine gute Nachricht ist, dass es noch im Plan mit drin ist. Aber halt müssen erst vorneweg noch verschiedenste Baumaßnahmen durchgeführt werden, wie der Umbau an der Staumauer hinten und verschiedenste Brückenbauwerke. Das ist halt eine schnelle Lösung, wie es die Ortschaftsräte gern hätten, noch nicht absehbar ist, sondern dass wir erst noch bis 2018 warten müssen, bis es dann vielleicht weitergeht. Der geplante Umfang beinhaltet den Abschnitt der Kreisstraße zwischen dem Ortsausgang Dippoldeswalde und Pausdorf abzweigt nach Seifersdorf. Die Streckenlänge beträgt 2,5 Kilometer. Sie führt über 4 Brückenbauwerke und quert die Gleisanlage der Weißeritztalbahn. Die geschätzten Kosten betragen für diesen Abschnitt ca. 2,3 Millionen Euro. Die Vorzugsvariante sieht die gewässerseitige Führung des Radweges vor. Für die weiteren Planungsschritte und den abschnittsweisen Bau sind in der mittelfristigen Finanzplanung ab 2018 Finanzmittel vorgesehen. Im Jahr 2016 gibt es weitere Einschränkungen an der Staumauer. 2017 sollen Arbeiten an der Brücke über Bohmannsgrund folgen. Nachdem im Jahr 2018 die Sanierungsmaßnahmen an der Brücke über den Tennichtgrund abgeschlossen sind, soll die Planung des Radweges weitergeführt werden.